das, was mir in meinem heutigen Job und auch damals im Studium unheimlich wertvoll und wichtig war, war wirklich diese absolute Konzentration auf den Menschen im Mittelpunkt, also dieses Human-Centered Design. Weil egal in welchen Aspekten wir später arbeiten und tätig sind, sich immer wieder zu fragen, wer steht da gerade im Mittelpunkt, empathisch sich in diese Person hineinzuversetzen, kann in jeglicher Situation nur zu einem besseren Ergebnis führen, als wenn man es nicht tut. Ich bin jetzt seit einem Jahr Seniorberaterin im Team Customer Experience bei der Mercedes-Benz Consulting. Das bedeutet, dass ich viele Kundinnen und Kunden innerhalb des Konzerns habe. Customer Experience, das ist die Summe aller Erlebnisse, die ein Kunde oder eine Kundin mit einem Unternehmen machen kann. Und als Senior Consultant ist es meine Aufgabe, dass ich als Projektleiterin mehrere Projekte gleichzeitig manage, dass ich hier beispielsweise die Arbeitspakete plane, die Kapazitäten und die Budgets. Was mir am meisten Spaß macht an meiner Arbeit als Beraterin ist, dass ich von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch bin und deshalb mag ich es besonders, wenn ich hinzugezogen werde, wenn es beispielsweise darum geht, neue Themenwelten zu erschließen und auch innovative Handlungsfelder aufzumachen und als erstes dort eben nach Lösungen zu suchen. Ich habe 2010 angefangen, nach meinem Abitur direkt Modedesign zu studieren in Amsterdam und musste dann leider mir relativ schnell eingestehen, dass das Modedesign-Studium total klasse war und auch die Inhalte, aber das Handwerk und meine Freundschaft mit der Nähmaschine nicht ausreichend genug waren, dass ich mir vorstellen konnte, das viele Jahre weiterzumachen. Ich habe mich dann aber entschieden, mein Studium ein bisschen den Fokus zu erweitern und habe dann angefangen, Kommunikationsdesign an der Folkwang-Universität der Künste in Essen zu studieren und habe aber während der ganzen Zeit, wo ich sehr viel Grafikdesign, Type-Design, Corporate-Design gemacht habe, trotzdem immer auch den Kontext der Modeindustrie mitgenommen. Dann habe ich ein halbes Jahr lang nach meinem Bachelorabschluss, ich habe selbstständig gearbeitet, aber ich habe mir auch die Zeit genommen, mir viele unterschiedliche Designhochschulen und Universitäten und Masterstudiengänge anzuschauen. Hatte dann hinterher die Wahl, ob ich nach Berlin gehe zum Masterstudiengang und mich in Type Design zu vertiefen oder ob ich nach Pforzheim gehe und den Master Creative Direction anfange. Und das Bewerbungsgespräch, die Energie an der Hochschule, die Zusammenarbeit mit den Professoren hat mich einfach von Anfang an so mitgerissen, dass ich mich dann für Pforzheim anstelle von Berlin entschieden habe. Das Studium in Pforzheim hat mir ganz neue Perspektiven eröffnet und ist meiner Meinung nach auch viel tiefer gegangen als in meinem Designstudium im Bachelor. Tatsächlich hat der Master meinen Designbegriff grundlegend erweitert. Vorher war es für mich ganz stark, ging es immer um die Gestaltung von Oberflächen und plötzlich ging es darum, Systeme, Organisationen, Zusammenarbeit, Erlebnisse zu gestalten. Ich habe nach meinem Studiumsabschluss den Kontakt zur Hochschule immer beibehalten. Und habe dann angefangen, auch als Dozentin zu arbeiten. Ich habe mehrere Semester hintereinander das Hauptprojekt im Master Creative Direction geleitet. Und seit jetzt einem Jahr arbeite ich auch in dem Studiengang Marketing Intelligence. Das ist auch ein Masterstudiengang im Bereich Marketing und Wirtschaft. Also zu mir selber kann ich nur sagen, ich würde alles genauso nochmal wieder machen. Ich sehe immer selber das aus der Perspektive, dass man nur die Dinge hinterher bereut, die man nicht getan hat. Also auch an die Studierenden draußen, nehmt jede Möglichkeit mit und fragt euch auch, was würde ich in 10 Jahren mehr bereuen, wenn ich das getan habe oder wenn ich es nicht getan habe.